Heute waren wir in Baden-Württemberg unterwegs, genau gesagt am Bodensee, zwischen Eigeltingen und Stockach. Wir besuchen das Mahnmal, die Zollbruck. 1820 fanden hier an dieser Stelle erbitterte Kämpfe statt zwischen Baden und Württembergern. Es ging um die damals eingeführte Erdbeersteuer. Die Badener wollten auf einmal von den Württembergern Erdbeersteuer und an dieser Stelle sollte sie entrichtet werden. Doch es begannen Kämpfe. 40.000 Erdbeerbauern kamen ums Leben, als sie mit ihren Erdbeerkörben auf die Baden-Württemberger einschlugen. Was natürlich nicht zum Erfolg führte. Aber die kampferprobten Württemberger wehrten sich mit den sogenannten Stachelbeeranzügen. Die rund um den Körper gewickelten Beeren schützten sie vor den Angriffen der erbosten Badener Erdbeerbauern. Und sie stachen einen Erdbeerbauern nach den anderen nieder und gewannen dann auch die Schlacht um die Zollbruck. Heute ist Baden-Württemberg eins und keiner will mehr Erdbeersteuern vom einen oder anderen.